Herzlich willkommen zurück zu einem neuen bzw. relativ altem Replay hier auf diesem Kanal. Dieses Gefecht fand statt 2013 im November. Gespielt von Semper Fidelis aka Semper Mutz Fidelis vom Clan Blute, viele kennen ihn mittlerweile, und er spielt hier mit dem Loren 40 Tonner auf der Karte Severogorsk. Der Loren 40 Tonner ist heutzutage ein Tier 8 Premium. Ausgestattet mit 4 Granaten und wurde damals allerdings noch gefunden im Forschungszweig der französischen Mediums vor dem Bachatillon 25T auf T10 und hatte damals noch 6 Granaten. Dann wurde irgendwann entschieden, die Forschungsreihe etwas logischer zu gestalten und der Loren 40 Tonner wurde ersetzt durch die Bachatillon 25T AP und kehrte dann zurück als Tier 8 Premium mit 4 Granaten im Magazin. Die Daten des Panzers unterscheiden sich nicht großartig von dem heute, außer dass eben 2 Granaten mehr drin sind und der Reload natürlich etwas länger ist. Er spielt hier auf der Karte Severogorsk. Die wurde mit dem Patch 0.8.7 im Juli 2013 hinzugefügt und wurde später noch einmal überarbeitet und dann nicht weit später, ich glaube 0.9.5, wieder aus dem Spiel entfernt. Diese ursprüngliche Version der Karte war sehr, sehr wenig dynamisch, das möchte Wargaming ja mittlerweile, und regte sehr, sehr zum Campen an. Man hatte einige Camperhügel in der Nähe der Spawnpunkte der verschiedenen Teams. Ebenso hatte man links wie rechts, wo man jetzt auch schon die Teams sich verteilen sieht, einige Punkte, die einerseits Chokepoints waren, und wenn man dann dort tatsächlich eine Seite erobert hatte, hatte man freies Schussfeld aus Ost bzw. West in die Mitte der Karte, und so kam es ganz oft auf dieser Karte zu einem, ja, zu einem Putt, was sich sehr lange hinzog. Später wurde die Karte dann überarbeitet, damit die Teams auf beiden Seiten leichter vorrücken konnten, ohne jeweils von der anderen Seite beschossen zu werden. Jedoch war Wargaming scheinbar nie richtig zufrieden mit dem Resultat und die Karte wurde wieder entfernt. Die Karte sehr aggressiv, sehr weit im Osten vorgerückt, was wahrscheinlich damals auch das richtige Rezept war, um der Putt-Situation zuvorzukommen und um ja, etwas mehr Dynamik in die Lage reinzubringen. Als erstes fängt er an, sein Magazin in einen etwas wehrlosen 7er reinzudrücken. Aber, mal ganz ehrlich, das nehmen wir doch alle ganz gerne mit. Jetzt steht er wieder da mit einem Reload von ca. 40 Sekunden und muss abwarten. Das birgt natürlich bei so einer vorgeschobenen Position einiges an Risiken, weil er nicht besonders viel Unterstützung direkt hier bei sich hat und weil er theoretisch von 2 Seiten angegangen werden kann. Dementsprechend ist es ein Spielweise mit hohem Risiko, aber möglicherweise auch hohem Ertrag. Scheint das gegnerische Team vermehrt im Westen an einer Stelle massiert zu sein, so wie Sempers Team hier im Osten momentan noch relativ passiv steht. Entweder man hat diese Karte versucht, auf der einen der Seiten zu pushen, oder aber es passiert das, was ihr gleich auf der Minimap beobachten könnt. Dass nämlich einige Panzer durch das ausgetrocknete Flusstal in der Mitte versuchen zu fahren und dadurch diese Putt-Situation beenden wollen. Semper schaut sich ein wenig um, befürchtet wahrscheinlich immer noch, dass er vielleicht von hinten angegangen wird. Und siehe da, da kommt schon ein 110, der Achter von den Chinesen, und möchte ihn hier wahrscheinlich etwas bedrohen. Ob das allerdings funktioniert gegen einen Autoloader mit 6 Schüssen, mag, mögen wir doch alle bezweifeln. Ja, da war es auch schon um den 110er geschehen. Wie ihr auf der Karte seht, ist Sempers Team mittlerweile durch die Mitte durchgebrochen, während das gegnerische Team einfach viel zu passiv in einer Ecke stand und keinerlei Aktivität gezeigt hat. Das führt natürlich dazu, dass man sehr, sehr schnell die Kontrolle über den größten Teil der Karte absolut verliert und dann in einer Ecke steht und sich nicht mehr bewegen kann. Währenddessen hat Semper hier wieder versucht, noch den Rest seines Magazins vernünftig anzubringen
und mit dem KV4 zusammen ein schönes Kreuzfeuer aufgebaut. Insgesamt kann man sagen, sieht es für ihn bisher sehr gut aus. Er hat seine Rolle hier, vor allem die hohe Mobilität, gut genutzt und muss sich jetzt noch wieder eines neuen Gegners erwehren, nämlich dem T-44, der eben gerade noch hinter ihm aktiv war. Und diese Aktion zusammen mit dem 110er hätte viel eher bringen müssen, um Semper hier aus dieser guten Position herauszukriegen. Jetzt kann er noch den Rest seines Magazins wieder in ein IS-8, heute als T10 bekannt, unterbringen und beendet damit die Anwesenheit des gegnerischen Teams auf dieser Karte. Jetzt hat er wieder seine ca. 40 Sekunden Reload und müsste sich jetzt anfangen zu verlegen, um noch ein wenig was vom Gegner mit abgreifen zu können. Er fährt hier hinten in den Bereich rein, über den man teilweise noch vorrücken konnte, weil einige Hügel und Bäume da waren, aber muss natürlich aufpassen, dass er von dem berühmten Sniper-Hügel aus der nördlichen Basis vom Objekt 704 nicht entdeckt und beschossen wird. Dieses ist allerdings doch anderweitig beschäftigt, weil es schon gespottet worden ist und hat dort oben keinerlei Möglichkeit, sich in einer Art Festdeckung zu begeben und wird eben dort dann doch relativ leicht rausgeschossen. Das Gefecht ist jetzt quasi so gut wie rum. Semper prallt hier noch einmal sehr schön am GW Panther ab, weil es passiert uns allen ja immer wieder gerne leichte Ziele und so. Und schaut jetzt, dass er eventuell noch seine Mobilität nutzen kann, um auf der Gegenseite die restlichen Panzer mit zu beschießen, die immer noch in der Ecke stehen und quasi versäumt haben, das Spiel irgendwie aktiv zu gestalten. Hat da eben noch seinen Reload zünden müssen und ja, steht jetzt doch etwas weit weg, hat aber insgesamt bisher schon ein sehr schönes Spiel gehabt. Der Semper hat hier ein sehr schönes Spiel gehabt, 5600 Schaden mit seinem Magazinpanzer, 4 Kills, hat die Mobilität genutzt, um dem Gegner jeglichen Zugriff auf dem Osten sehr, sehr schwer zu machen und kommt hier mit einem sehr schönen Ergebnis raus, unter anderem das Panzerass, 5600 Schaden, 4 Kills, insgesamt über 1300 Base XP und am Ende auch mit einer ganz guten Ausbeute, was Credits angeht. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit einem möglicherweise neueren Replay, aber das werden wir schon sehen. Bis dahin, adios.